Ja, hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Heute bin ich mal als Fotograf auch unterwegs und zwar im Tierheim Langenhagen. Da fotografiere ich ein paar Notfälle und mal gucken, ob wir die nicht vielleicht vermitteln können, weil die sollen ganz großartig sein, diese Hunde. Und das ist so schade, dass sie da im Tierheim leben und das wäre doch toll, wenn sie jetzt ein schönes neues Zuhause finden würden. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Mal gucken, was wir da an Fotos machen können und wie die Hunde da so sind. Das zeige ich euch gleich mal. Viel Spaß. Und wenn euch das gefällt, wie gesagt, liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig. Das würde dem Kanal helfen und auch mir eine große Freude machen. So, gleich werde ich hier abgeholt und dann geht's zu den Hunden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die so drauf sind. Aber ich glaube gut, ich habe ein paar Bilder schon gesehen. Großartig. So, das ist Da Vinci, ne? Wie heißt der jetzt? Da Vinci. Da Vinci. Was für ein herrlicher Name. Wollen wir mal gucken. Er checkt erstmal die Lage hier. Ja, Da Vinci. Psst. Ja, gucke mal. Ja, du bist so ein Feiner. Du bist ja ein Feiner. Gucke mal. Nee, so ist er gut. Gucke mal. Sehr zugänglich, super netter, verspielter, in Action, actionreicher Hund, ne? Würde ich sagen, oder? Ja, hallo. Herrlich. Ja, das war Da Vinci. Volle Action, aber ein super, super lieber und netter Zeitgenosse, sage ich mal so. Hier ist übrigens meine Kameraausrüstung. Sony A9 und ein 70-200 2.8er von Sony drauf. Und hier sind wir im Auslauf, wo wir in Ruhe mal fotografieren und den Hund kennenlernen können. Jetzt warte ich auf den nächsten übrigens. Mal schauen, wer das ist. Ich bin sehr gespannt. Du bist so süß. Ja, das ist eine Kamera. Mal eine an hier. Mensch, war die nicht goldig, volle Action, noch relativ jung, 2 Jahre und es ist so traurig. Und wie gesagt, wenn sie in die richtigen Hände kommt, erfahrene Hände, dann hat man da so einen Spaß dran, eine Freude. Die ist so loyal dem Herrchen gegenüber oder Frauchen, absolut großartig. Kann ich nur, wie gesagt, ich kannte diesen Hund ja vorher nicht, absolut stressfrei, total easy, also beide bis jetzt. Und ja, wenn ihr da jemanden wisst, meldet euch hier mal gerne und die freuen sich. Und gerade die Hunde. Und jetzt kommt noch ein ganz besonderer Hund. Da bin ich sehr gespannt drauf und lasst euch überraschen. Ich bin selber gespannt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. So, jetzt haben wir hier Misu, ein Pitbull. Oder was? Also ist Pitbull, Staffordshire Mix, irgendwie so die Richtung. Ja, guck mal. Oh, total lieb. Total verträglich, also beziehungsweise mit Menschen, mit anderen Hunden ist es nicht so toll, aber muss ja auch nicht, kann ja auch mal alleine
auf dem Sofa liegen und das wäre das Beste. Ja, guck mal. Oh. Ja, du bist fein. Komm her. Och. Feiner, ne? Ja, sie ist schon 10, ne? Ach Gott, oh Gott. Hey. Ja. Ja. Herrlich. Also, die Kleine läuft auch sehr gut an der Leine. Total lieb und verschmust. Und großartig einfach. Also, da gibt es keine Probleme, sagtest du, ne? Andere Hunde, gut, das muss man ja, die muss man ja auch nicht immer mögen, ne? Ja, gucke mal. Klasse, also ich hoffe, sie findet ein ganz tolles, endgültiges Zuhause. Also verdient hätte sie es allemal, ne? Wie jeder. Ups, jetzt ist sie in ein Loch gefallen. Okay, dann gucken wir mal den nächsten Hund an. So, eine Sache haben wir noch, was man wissen muss. Die Kleine ist als gefährlich eingestuft. Das heißt, sie muss einen Maulkorb tragen draußen. Und ja, weil sie auch mit Katzen und Igeln und sonst was hat sie auch ein bisschen, ne? Und auf jeden Fall Maulkorbpflicht. Den Wesenstest hat sie mit Bravour bestanden. Einfach nur großartig. Aber das ist eben zu wissen für den kommenden Halter. Komm mal her. Super, und jetzt geht's zum nächsten Hund. Da ist er. Ein ganz lieber, ja. Guck mal. Ja, die sind feiner. Und er ist ganz verdreht, 5 Jahre alt, sagtest du? Total verträglich, also mit anderen Hunden jetzt weniger wahrscheinlich, ne? Doch auch, stimmt. Und mit Katzen war doch das auch, ne? Mit Katzen verträglich, das ist ja auch selten. Oder beziehungsweise, also selbst meine machen das nicht unbedingt mit Katzen. Großartig. Und die Menschen halt auch total freundlich. Ja, schön, das ist wichtig. Und wenn er dann irgendwie mit aufs Sofa darf, dann ist er glücklich, wahrscheinlich. Aber kein Muss, ne? Kein Muss. Ja, du bist ein Feiner. Siehst du mal. Großartig. Ja, Rocco. Dann hoffen wir mal, dass du einen ordentlichen Platz findest. Das wäre so schön. Das ist Chaco. Hallo, Chaco-Man. Ja, du bist, guck mal, oh, fein. Machst du das? Ja, du bist ganz feiner. Ja. Ganz feiner, Junge. Oh, bist du ein feiner. Großartig. Ja, wie man sieht, ist er sehr verträglich und sehr entspannt. Braucht natürlich wie jeder Hund seinen Auslauf. 5 Jahre alt, Chaco heißt er. Und ist ein Sonnenanbeter, herrlich. Ist das nicht schön? Gucke mal, feiner Junge. Ja, da hoffen wir auch mal, dass er ein tolles neues Zuhause kriegt und vor allen Dingen endgültiges. Ne? Ist das ein entspannter Junge, ist das herrlich. Oh mein Gott. So, das war unser kleiner Besuch im Tierheim. Ich hoffe, ich konnte den armen Seelen ein bisschen helfen und dass sie jetzt mal endlich ein neues, vor allen Dingen endgültiges Zuhause finden. Würde mich natürlich freuen, wenn einer von euch sich dafür interessiert oder jemanden kennt,
der vielleicht einen Hund sucht. Das sind ganz tolle Hunde gewesen. Es gibt da sicherlich noch ganz andere Hunde, die auch interessant sind. Aber das ist jetzt mal eine kleine Auswahl gewesen von wirklichen also Notfällen sozusagen. Also die, es ist schwer, sie zu vermitteln, aber eigentlich traurig, weil das sind super, super Hunde. Und ich hoffe, das klappt dann auch irgendwann mal. Ansonsten euch noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Liken, teilen, abonnieren wäre großartig. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.